Hallo, da sind wir wieder und es ist nichts passiert, außer dass ich schon ein bisschen was gebaut habe. Das will ich euch gleich mal zeigen. Ist aber noch zu dunkel. Deswegen suchen wir uns schnell ein Bett. Oder? Ja, es ist dunkel. Schnell ins Bett, schnell ins Bett, schnell ins Bett. Gute Nacht. So, jetzt ist es hell, deswegen kann ich euch zeigen, was ich gemauert habe, weil ich da keine Lust hatte aufzuhören und ich hatte auch keine Lust gehabt aufzunehmen, deswegen habe ich das ein bisschen offline gebaut. Und zwar hier oben auf das Dach, weil da hatten wir sowieso keinen Plan, oder ich hatte da keinen Plan von. Habe hier noch eine Schicht Erde und Sand drauf gebaut und von oben sieht das aus wie ein große 8 oder ein großes H. Nein, es sieht aus wie eine große 8. Genau, und da ist unser Flugschiff gelandet. Natürlich wollen wir hier, dass wir eine richtige, vernünftige Treppe hinbauen. Das hier ist nämlich Käse. Und eine Schaufel? Natürlich nicht. Aber irgendjemand grunzt hier und stöhnt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wer das wohl ist. Ja, schauen wir erstmal, was wir noch an Werkzeug hier rumliegen haben. Hallo Martina, hallo Peter. Was haben wir denn da? Äxte, tausende Äxte. Aber ich brauche keine Äxte. Sand. Holz. Sandstein. Ja, dahin. Noch mehr Sand. Holz packen wir auch mal mit rein. Gammelfleisch. Unten gehabt, oder? Ja. Ja, hört auf zu jaulen, ihr Hunde. Da haben wir noch eine Eisenschaufel. Glatt übersehen. So, dann schauen wir mal, was nehmen wir denn da für Stufen? Stufen. Normal Pflaster oder was Besseres? Normal Pflaster. Das machen wir ein bisschen breiter. Mal gucken, haben wir noch Zäune? Zäune. Hier haben wir keine Zäune. Dann müssen wir mal schauen. Ich glaube, Zäune müssten wir da drin haben. In dem Lager. Lauf. Nein, da. Zauntor. Zauntor will ich nicht haben. Ich will Zäune. Mist. Oder haben wir da noch was drin? Nö. Auch nicht das, was ich brauche. Dann basteln wir noch so welche. Das reicht. Das ist mehr als genug. So. Frisch ans Werk, sagt der Zwerg. Ist noch nicht über den Berg. Ja, was essen. So, dann wie machen wir das denn? Ist vielleicht besser von hier hoch.
Jetzt mal erstmal den ganzen Krempel hier ab. So. Und zwar sollte es von hier aus losgehen. Beziehungsweise von der Höhe aus. Also von hier aus. So. Zack, zack, zack. Den anderen können wir auch gleich daneben setzen. Genau so machen wir das. Das kommt dann natürlich wieder weg. Das wird eine freitragende Treppe, die normalerweise umfallen müsste. Oder so ähnlich. Normalen Stein haben wir natürlich nicht mitgenommen. Warum auch? Brauchen wir aber gleich noch. Das soll ja auch sicher sein. Das müssen wir doch im normalen Lager haben. Schauen wir mal nach. Hallali, hallo. Stein. Stein, Stein. Pflasterstein. Genau. Dann soll es ja auch so sein, dass man da nicht runterfallen kann. Das wäre nämlich gefährlich. Dafür braucht man nämlich den Zaun. Und ich bemerke auch gerade, dass es zu wenig Zaun ist. Aber das muss hier noch außen und das Ganze noch gebaut werden. Dann muss das raus, dass das sicher wird, oder? Ne, das reicht nicht. Weil oben muss ich auch noch eine Begrenzung hinbauen. Wenn man nicht vom Dach fällt. Hier habe ich noch gar nicht nachgeschaut, ob hier noch Zäune sind. Holz, 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 Holz. Zäune. Zauntor. Zauntor. Ist nicht so ganz das, was ich brauche. So, das wird auf alle Fälle reichen. Ich mach mal den Rest hier mal da in die Kiste rein.
bisschen abkürzen. Ja, Hund, hör auf zu jaulen. Bum, 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 bum. Das ist genau das, was sein sollte. Natürlich müssen wir hier wieder Beleuchtung drauf packen. Und hier unten drunter ist ja das Rest, das wird ja ein Restaurant. Dauert aber noch etwas. Das wird doch schon irgendwie so zwei. Davon auch nochmal zwei. Eins, zwei. Geht doch. Eins, zwei. Einer drauf. Auch nicht daneben, da unten oder drunter. Und da ein. Sieht doch nicht schlecht aus. Und zwar, da kommt da noch einer hin. Da ist der Abstand ein bisschen größer. Macht nichts, sieht doch keiner. So, das haben wir erstmal erledigt. Nur auch ein bisschen Beleuchtung hier mal haben. Nur schon wieder dunkel, meine Fresse. Schnell ins Bett, schnell ins Bett. Wo haben wir denn eins? Ach. Dachte, ich kann ihm entkommen. Ich wollte mich hinterm Baum verstecken, das war aber nix. Mal woanders schlafen. Ich weiß nicht, ob da unten ein Bett drin ist, aber schauen wir doch mal. Wer wohnte denn eigentlich hier? Yusuf Ben Ibn Scholz. Ach, hier ist ein Bett. Tut zu. Gute Nacht. Weil ich bin auch so richtig müde. Deswegen werde ich mal eine Runde schwimmen gehen. Ist das so schön, ein Bad erfrischend.
Hier sollte aber kein Wasser sein. Merkwürdiges Loch. Mein Baumhaus, das sieht auch immer noch so komisch aus, als würde es gleich umfallen. Was war denn hier in der Kiste drin? Alle mit ihrer Krempel. Ja, das sieht wirklich nicht so aus, als würde das stabil stehen. Deswegen werde ich da auch noch was dran machen. Hier eine Stütze oder eine Strebe oder sowas dran machen. Weil in Minecraft, das fällt ja nicht um, aber das sieht so aus, als würde es umfallen. Und das ist natürlich nicht schön. Und draußen wird Rasen gemäht. Vielleicht hört ihr das im Hintergrund. Es gibt Nachbarn, die haben nichts Besseres zu tun, als andauernd den Rasen zu mähen. Hier wollte ich ja auch noch mal was machen. Genau, wenn ich nämlich hier ein Schiff hinsetzen möchte. Und das möchte ich ja. Wenn ein Schiff hingebaut werden. Dann möchte ich auch gleich so bauen, dass die richtig anlegen können. Denn wie gesagt, der Mod, mit dem man Flugzeuge oder sonst was bauen kann und auch Schiffe betreiben kann, der ist so eingestellt, dass er verschiedene Blöcke mitnimmt und andere Blöcke nicht. Die Blöcke, die er nicht mitnimmt, ist zum Beispiel Erde, Sand, Kies. Und zum Beispiel Holzbretter oder Steine würde er mitnehmen. Wenn wir dann so das, was am Steg haben, wurde der Steg mit rausgerissen. Und es kann auch sein, dass es dann gar nicht funktioniert, weil es ist ja auch beschränkt auf 2000 Blöcke, die ein Schiff, Flugzeug oder sonst irgendwie groß sein darf. Und ich finde auch kleinere Flugmodelle finde ich eigentlich auch viel besser, weil Minecraft ist ja auch nicht so groß. Ah. Jo, da fehlt noch ein bisschen was. Schauen wir mal, ob wir da noch Erde haben. Haben wir noch Kies. Und das ist fast alles nur Lehm. Mal schauen, wir haben ja hier auch noch was. Hier waren auch noch Kisten. Und zwar Kisten mit 3 Stück Erde. Oh, toll. Das reicht natürlich nicht. Da ist nicht das, was wir brauchen drin. Also muss ich dann noch mal zum Lager gehen oder nö. Dahin, wo es nicht ganz so weit ist, also zum Haus der Begegnung. Da haben wir noch genug Erde. Ich mache ein bisschen mehr mit. Noch eine Axt haben wir ja.
Sollte es eigentlich grün werden? Ja, es wird von alleine grün. Das sollte es aber nicht werden. Ein Eichenholzbrett ist zu wenig. Ich brauche noch eins. Mamma mia. Ein Eichenholzbrett. Dann kann man sogar noch mehr. Ich brauche nur noch eins, damit das nicht grün wird. Das soll nämlich nicht grün werden. Der Stick, da kommt ein Schiff hin, da kommt ein Schiff hin. Und da ist die Hafenausfahrt. Genau. Und hier sind schöne Häuser, die nicht bewohnt sind. Ich frage mich immer noch, warum. Ja, brauche ich nicht fragen. Ich weiß, warum. Das liegt an den Türen. Die werden von den Bewohnern nicht als solche erkannt, sondern nur diese. Deswegen sollte ich vielleicht die Türen alle austauschen. Oder erstmal die Türen, die möglich sind. Moment, wir können irgendwas wegschmeißen. Beziehungsweise in die Kiste packen. Pflastersteine, goldenen Apfel, Erde. Genau. Vielleicht kommen dann auch die Leute dort hin und möchten dann gerne hier einziehen. Zwar schade, aber das hat aber auch einen Vorteil, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich nämlich diese Türen benutzen für Häuser, in denen die Bewohner nicht rein sollen. Kann ruhig da liegen bleiben. So, wo haben wir denn noch fremde Türen? Ja. Andere Seite natürlich auch. Plopp. Holz vor der Hütte. So. Aber dann hier noch welche, oder? Da haben wir alles, da haben wir alles. Da haben wir alles. Hinten sind auch alle fertig. Ich hatte nur vorne. Okay. Schauen wir nochmal hinten. Normale Tür. Auch eine normale Tür. Jo, und das bedeutet, dass hier wieder Leute einziehen dürfen. Oder können. Aber ich schaue nochmal vorsichtshalber. Da habe ich mir gedacht, die Balkontür, die muss auch, ist auch eine normale hin. Nächste Haus überprüfen.
muss auch eine normale Tür rein. Haben wir noch eine? Zwei haben wir noch. Wir schauen, haben wir hier noch was liegen lassen? Nein. Mal raus. Das waren dann die drei, oder? Mal hier nochmal schauen. Nicht, dass ich was übersehen habe. Ja, hier ist auch noch eine falsche Tür drin. So. Wollen wir hoffen, dass die lieben Leute das hier auch annehmen. Diese schönen Häuser. Bei denen leider noch die Inneneinrichtung fehlt. Was war denn hier oben? Hat man, nein, hier gab es keinen Balkon. Aber vielleicht hatte ich hier noch so eine versteckte Tür irgendwo. Hier auch nicht. Nein. So. Die Tür zu. Hier aber nochmal rundum schauen. Auch nicht. Wunderbar. Dann können wir endlich mal wieder nach Hause gehen. Und Feierabend machen, wenn da nicht wieder ein blöder Bogenschütze da rumlaufen würde. Den schnapp ich mir aber noch. Ich hab gewonnen. Juhu. So. Jetzt aber nichts wie ab nach Hause in meine Wohnung, in meine schnucklige. Auf geht's. Und an dieser Stelle sage ich Tschüss und Bonne Nuit. Bis zum nächsten Mal.